Jeder vierte Arbeitsplatz in Mecklenburg-Vorpommern hängt am Tourismus. Und nie war das so deutlich zu spüren wie jetzt. Beispiel Steigenberger Strandhotel in Zingst. Sie alle sind Dienstleister für das Vier-Sterne-Plus-Haus, Reinigung, Wäscheservice, Floristin, ein Künstlerduo. Die Liste all derer, die auf ein Go der Politik warten, ließe sich endlos fortsetzen. Und wir haben ja keine Planungssicherheit. Ne? Für uns ist ja nicht absehbar, wann wir wieder öffnen. Ostern haben wir schon abgeschrieben. Und wir hoffen natürlich sehr, dass wir zumindest Pfingsten wieder aufmachen dürfen. Und das ist ja nur ein Teil derer, die quasi an dieser Wertschöpfungskette mit angehangen sind. Und da gibt es natürlich noch ganz viele andere, ne, die uns entsprechend unterstützen. Hier beim Textilservice Fliegel in Grimm wird fast die gesamte Hotelwäsche aus dem Zingster Strandhotel gereinigt und ausgeliefert, normalerweise. Der Betriebsleiter kann sich an die gespenstische Stille einfach nicht gewöhnen. Hamburg, Kiel, viele große Hotels im Norden lassen hier sonst waschen. 250.000 Euro laufen nun monatlich an Kosten auf. Momentan ist die Situation katastrophal halt, ne? Wir haben 130 Mitarbeiter. Alle sind fast in Kurzarbeit, 95%, bis auf wenige Techniker. Und wir wissen halt noch nicht so richtig, wie es weitergehen soll. Ne? Im kleinen Wäsche- und Reinigungsservice in Prerow auf dem Darß sorgt sie für saubere Hoteluniform, saubere Ferienwohnungen. Ohne die Großaufträge aus dem touristischen Bereich hat sich für sie und ihre 20 Mitarbeiter die Situation mehr und mehr zugespitzt. Ja, für uns ist sie knallhart, dass es so aussieht, wenn wir nichts bekommen, dass wir die Firma zumachen müssen, dass wir Insolvenz anmelden müssen. Frische Blumen brauchen Strandhotel und Co. momentan nicht. Weniger Arbeit, weniger Mitarbeiter, weniger Umsatz. Und auch wenn es wieder losgeht, die Hotels sparen, wo sie können. Also wir hatten früher Tischdekorationen und am Tresen war ein großer Strauß und sowas. Das ist alles weggefallen, ja. Also da stehen jetzt schon künstliche Seidenblumen, die natürlich sehr echt aussehen. Ne? Das ist natürlich dann für die ein Vorteil. Öffnen oder nicht und wenn ja, wann? Erst in 2 Wochen will die Politik darüber sprechen. Planungssicherheit gleich null. Und das gilt auch für die Künstler, die die Gäste hier regelmäßig unterhalten. Und das wird, wenn es wieder losgeht, für uns ein Riesenproblem. Sind die Veranstalter überhaupt noch da? Wollen Sie auch sofort wieder mitstarten? Und wie lange dauert es dann, um das ganze Rädchen wieder in Betrieb zu nehmen? Hartz IV statt Gage, also noch für unbestimmte Zeit. Und so hängen sie alle voneinander ab im Tourismusland Mecklenburg-Vorpommern.